Willkommen zurück zur Folge 173 meines Let's Plays. Wo sind wir denn hier? Achso, im Bauernhaus. Boah. Kommt mir aber schnell vor. Wie kommt das denn? Ja, ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Ich hatte ja ein bisschen vorproduziert. Bin auch immer noch ein bisschen im Voraus, aber das ist ja auch nicht so tragisch. Ganz im Gegenteil. Dann nehmen wir mal weg hier. Ja, was hatten wir denn? Ach so, wir hatten das Silo gebaut. Weiß ich nicht, machen wir da jetzt weiter? Ich glaube nicht. Habe ich irgendwie keine Lust zu. Und vor allem stelle ich mir das auch nicht so sonderlich interessant vor, wenn ich mich da jetzt rüber buddel. Naja, wie komme ich? Manchmal quatsche ich einen Driss, das ist herrlich. Und vor allem weiß ich auch noch nicht, wie ich das dann weiterführen soll, ob da dann wieder so eine Mechanik hinkommt, dass das hier hochgepumpt wird oder nicht und so. Von daher lassen wir das jetzt einfach mal sein. Kommt bestimmt, aber naja. Fehlen halt die weiteren Pläne aktuell. Sehen die Pilze anders aus? Irgendwie ist es anders. Ich weiß nicht. Ach so, ich habe Connected Textures geht wieder. Ich habe festgestellt, das ist für Fadewall, was ich ja hier benutze, mittlerweile ein, oder was heißt mittlerweile, seit 1.5 ein extra Paket, was man runterladen muss. Ja, jetzt geht's wieder. Kann sein, dass dadurch auch ein paar andere Sachen verändert wurden. Da war ziemlich viel in diesem Paket drin. Zum Beispiel für die Blätter, wobei ich da jetzt keinen Unterschied sehe. Aber vielleicht betrifft das auch die Pilze. Keine Ahnung. Was haben wir denn überhaupt? Ach, das Eisen wollte ich doch hinten liegen lassen, ne? Ja, sehr geschickt. Ich hätte mal in die Tasche gucken sollen, bevor ich hier rüber renne. Egal. Ich denke mir auf jeden Fall, wir gehen jetzt erstmal die Hängebrücke machen. Und eventuell auch die Dachgaube von dem Dorfgemeinschaftshaus. Bevor wir wieder mal an den Bauernhof rangehen, ne? So mal ein bisschen Abwechslung hier wieder drin haben. Wofür ich ja eigentlich allgemein, zumindest bilde ich mir das ein, allgemein Sorge, dass es einigermaßen abwechselnd ist. Hiervon nehmen wir mal ein paar mit. Denn wir werden Holz brauchen. Haben wir nur die zwei von den dunklen? Ach, da, davon nehmen wir auch noch welche. Haben wir hier noch so Holz drin? Ja. Die können wir auf hier auch. Leg's mir da runter. Dich auch. Dich auch. Das können wir nämlich auf jeden Fall brauchen. Zäune sind hier keine drin. Das nehmen wir mit. Normales Holz haben wir nicht hier drin. Okay. Brauchen wir noch was wichtig? Falls wir ins Dorfgemeinschaftshaus gehen, brauchen wir das. Was nicht sehr viel ist. Die weiß ich nicht, warum wir sie hier in der Kiste haben. Nehmen wir auch mal mit. Haben wir noch Cleanstone hier drin? Jawohl. Bricks? Ach so, wir hatten die Netherrack gebrannt, ne? Oh. Ich glaube, da fehlt ein bisschen Kohle. Wo war das? Ne, da nicht. Können wir aber auch auffüllen. Hier. Zack. Noch so ein Scherzen ein. Ach, den Rest lassen wir da drin. Ist egal. Zack, zack, zack. So. Das müsste auf jeden Fall reichen. Wobei ich ja erstmal sowieso zu dieser Hängebrücke möchte. Wir hätten auch einen Speedtrank nehmen können, ne? Zum schnelleren rüberkommen. Aber egal. Halt, mir fällt noch was ein. Feueraspekt. Das wollten wir doch mal weglegen. Haben wir noch ein anderes Schwert? Wie viel waren da noch drauf? Weil wir haben nicht genug Level, um eins neu zu verzaubern. Looting 3, Sharpness, ja, das wollten wir für den Bauernhof nutzen.
Sharpness 4 Knockback. Ist aber so gut wie kaputt. Ach komm, nehmen wir das Looting mit. So. Zack. Von wegen, weil Endermännern und so, ne? Hatten wir ja in den letzten Folgen, ich weiß nicht in welcher, aber in einer der letzten Folgen hatten wir das ja festgestellt. Dass Fire-Aspekt nicht geschickt ist, wenn man Enderperlen haben will. Obwohl wir mittlerweile, wo grunzen die denn hier immer? Mittlerweile eigentlich genug haben müssten. Ach, da unten kommt einer angewandert. Guck mal. Zack. Hier ist auch. Hör ich einen Schleim? Oder ist das von der Musik? Hier ist auch recht dunkel an manchen Stellen. Da ist sogar noch Kohle. Aber wir wollten nicht in die Höhle. Wobei die sowieso zum größten Teil eigentlich erkundet sein müsste hier. Das war ja immerhin unsere erste Höhle. Unsere erste Erkundung. Wer mein Let's Play von Anfang an verfolgt, wird sich an die Halloween-Folge erinnern. Da waren wir da drin. So. Zwei Birken nebeneinander. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit wieder zu viel auf dem Server gespielt. Waren hier wirklich zwei Birken nebeneinander? Da habe ich nämlich so ein paar Sachen umgebaut mit den 1.5 Features und so. Und jetzt habe ich natürlich gewisse Hin- und Her-Denkprobleme, glaube ich. Außerdem das Evoland-Projekt. Ja, da muss ich auch mal weiterspielen. Das macht richtig Spaß. Also, wer es nicht gesehen hat, guckt mal rein. Ich finde das Spiel klasse. Zumindest bis jetzt. Aber ich denke mal, das bleibt auch so. Das interessantes, nettes Spielchen. Und die stehen schon wieder hier so ruhig. Und der hat wieder ein Röschen. Das ist doch garantiert auch geändert, dass die sich weniger bewegen. Ist doch nicht normal. Guck mal, die stehen alle da drin. Huch, hat der mich erschrocken. Gucken wir mal da rein. Das können wir auch da rein tun. Das auch. Oder? Ne, davon nehmen wir mal was mit. Wer weiß, wer weiß. Und da gehen wir da rüber. Da soll die Brücke hin. Auch wenn ich noch keinen wirklichen Sinn für die Brücke gesehen habe. Beziehungsweise weiß. Weil ich nicht weiß, was wir da sonst noch so bauen werden. Aber die ganze Welt wird sich ja wahrscheinlich... Das für ein Loch hier. Wahrscheinlich noch stark verändern, wovon wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts wissen. Von daher kann man auch ruhig mal sowas wie die Brücke da als Anfang setzen und daraus weiterentwickeln. So, hier lang. Pflanzen wir hier direkt mal ein paar Bäumchen hin. Wäre vielleicht geschickt gewesen, was Bonemeal mitzunehmen, aber... Naja, was man nicht im Kopf hat. Ja, ist halt so. Zack. Die dürfen, glaube ich, nicht so nah aneinander. Ja, was heißt glaube ich, das weiß ich. Wo ist die Brücke? Die Brücke wird da hinkommen. Ne, dahin. Das dürfte uns nicht stören, wenn das hier so steht. Zack. So. Da landen wir genau da. Ne, von hier aus würde ich sagen. Denke ich mal. Wo ist die Schippe? Ach, die hatte ich doch in der Hand. Eieiei, geht ja gut los. Amiga, Amiga. Hab, hab. Und dass es jetzt dunkel wird, ist natürlich auch perfekt.
Legen wir hiermit los? Ich glaube hier. Ja. Müsste hinkommen. Och. Jetzt wird's interessant. Wie gestaltet man eine Hängebrücke? Ne, ich muss unten ansetzen, ne? So. Und vor allem nicht im Kreativmodus. Ich muss gestehen, ich habe diese Brücke im Kreativmodus angetestet. Ich habe sie zwar nicht fertig gemacht, aber wenigstens angetestet, wie man es überhaupt machen könnte. Und es ist natürlich im Kreativ gar kein Thema, ne? Hier mal eben sowas rüberzuziehen. Aber wie macht man das im Survival? Das ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Ne? Brauchen hier, glaube ich, ein paar Dirt-Hilfen. Ich glaube, da muss noch weiter runter, so eine Dirt-Hilfe. So. Gucken. Zack. Jetzt ziehen wir einfach mal. Ich weiß nicht. Ich muss es ausprobieren. Wir ziehen jetzt einfach mal hier so eine Hilfe rüber, so ein Eckchen. Schon allein, um zu gucken, wo wir überhaupt ankommen. Zap. Na? Okay, hier landen wir. Da das der rein. Ne, das ist das Geländer hier später. Ja, ich denke mal, das passt so. Dann machen wir das so. Und jetzt habe ich schon das erste Problem. Ich hätte nämlich da zuerst setzen sollen, ich Idiot. So. Das simuliert den Anfang der Brücke. Die deutsche Brücken gehen ja am Anfang ziemlich steil runter. Naturgemäß. Das war falsch, würde ich sagen. Das ist nicht einfach. What the fuck? Da komme ich jetzt nicht dran. Wir haben doch Federfallschuhe an. Zack. Na, kommt nicht dran. Nee, das darf dann doch. Ja. Ne, Arm zu kurz. So. Aua. Oh Gott, ich fürchte, das wird uns noch öfter passieren. Und dann jedes Mal da hinten wieder rumlaufen? Och nö, ne? Naja, egal. Ach, Pilze auf dem Baum da hinten. Ich dachte, was hat der denn auf dem Kopf da? Das sah vielleicht kurios aus. Komm, dann hauen wir den mal von Latz. Zack. Hey, hat ja erstaunlich gut geklappt.